Mal gucken, vielleicht haben wir ja Glück. Auf ein Safe State natürlich gesetzt. Ich bin ja nicht blöd. Weil Millie das bei meinem Glück töten wird. Aber nicht mit Tackle, oder? Juhu. Gut. Was setzen wir jetzt aber ein? Nochmal Tackle? Wahrscheinlich töten wir es jetzt, weil Millie genau dann einen Volltreffer landet. Nein, tut zum Glück nicht. Gesang, ja, gut, damit kann ich leben. Piku Schiller, du bist ein Männchen, ne? Habe ich gesehen. Piku Schiller, Superball, Netzball, Heilball, aber hier mit diesem Heilball. Boah. Zungenbrecher. Piku Schiller wurde gefangen. Juhu. Piep. Sie begrüßen einander, indem sie ihr Gegenüber mit Hilfe ihres Schweifes säubern. Piep. Piku Schiller. Oh, falsch, da oben. So. Juhu, wir haben es gefangen. Oh Mann. Oh, und Bell ist Gott sei Dank auch weg. Gott sei Dank. Ach, wir schlafen wieder, ne? Möchtest du vielleicht Bären kaufen, die ich gesammelt habe? Nee, danke. Habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Was war mit dem Shit jetzt hier noch? Route 5? Heimat der Straßenkünstler. Gut, genau. Also das meinte ich, dass da oben in der Wiese nämlich genau eins ist. Ich weiß gar nicht, was hat denn das für Werte? Ich habe ja schon ein normales, ne? Robust. Duplo-Zieb, Dings. Werteling, längere Trefferserie mit mehrfacher Attacken. Das ist natürlich lustig mit Duplo-Zieb und so. Und ich glaube, war das nicht so, dass die immer nur neutrale Fähigkeit haben? Und aber ein gutes Dings da war. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das jetzt geregelt war. Nicht, dass ich da was Falsches sage. Der möchte kämpfen. Kunst ist immer auch explosiv. Das Aufeinanderprallen von Existenzen. Aber dafür glaube ich gute Dings, oder war das so? War das so? Ich weiß das nicht mehr. Ich habe eher gerade an ein anderes Pokémon gedacht, das er einsetzen wollen würde, aber gut, hat er nicht. Ist ja auch egal, wie das jetzt genau nochmal war. Mit dem Dings, Aquavelle. Ach, wir schlafen ja. Oh, das habe ich ja total vergessen. Ne. Ich sag ja, ich habe ein Gerät. Wie kann man. Na, ist doch egal. Wahrscheinlich beißt sie sich jetzt im Schlaf selber. Oh, Scanner. Ich schlafe, du Idiot. Oder Lichtschild, meine ich. Oh. Millie? Heute noch vielleicht. Ah, toll. Ach, das ist ja ein Abenteuer. Mit dem Pokémon hier hat man immer Spaß und ist auch verwirrt. Diese Tops sind tot, ne? Ja, gut. Millie selber schuld. Tom und Jojo. Jojo und Tom. Tom. Was warst denn du nochmal? Flugpsycho? Sieht aus, als hätte er einen Kognito auf dem Kopf. Ist euch das schon mal aufgefallen? So ein I. Ach, nicht so effektiv, ja, war mir klar. Ja, verwirre dich selber, damit kann ich leben. Gewissheit, das zieht, glaube ich, mehr ab. Ja, jetzt machen wir gegenseitig hier Windschnitt dessen. Oder so. So hätte ich gleich einsetzen sollen. Das hätte uns viel Leid erspart. Ich glaube, mir geht langsam die Deckweiß und die anderen Farben aus oder so. Ach ja, verschiedene Farben verwischen sich und eine neue Farbe ist geboren. So melodramatisch. Unten haben sie gerade alle Spaß. Man sieht. Es liegt ein Knistern in der Luft, das wird bestimmt ein spannender Kampf. Nee, wer
weiß. Chloris. Chloris. So. Gut, Tom, du machst das schon. Also ich werde, denke ich mal, Pikachu auch nicht trainieren, weil wir brauchen eigentlich noch ein Feuer-Pokémon. Wo Pikachu? Ich weiß nicht. Andererseits hätte ich schon Lust drauf. Ich muss mal nachgucken. Inwiefern, ob sich das auch wieder... Nee, ich glaube, das entwickelt sich mit einem... War das nicht mit so einem Funkelstein oder Leuchtstein oder so? Aber ich kann mich auch eher nicht so echt vorher mal nachgucken. Und dann würde ich das vielleicht dann doch trainieren wollen. Also wie gesagt, muss ich mal gucken. Weil es ist schon niedlich und ich habe es auch noch nie trainiert. Aber es trainiert ja auch wieder irgendwie jeder dann, ne? Wieder so ein Mainstream-Pokémon irgendwie. Was für eine elektrisierende Stärke. Ja, finde ich auch. Rena wäre, das war glaube ich wieder Paralyse, ne? Wird ein Pokémon paralysiert und hat eine Arena-Wärme, ist es selbstständig und ist von der Paralyse befreit. Hier ist nichts weiter, kein Item, nichts. Niada, Niente. Ist ja lame. So, wieder zurück. Da waren wir ja drin. Komm schon. Zumindest einmal ein wildes Pokémon hier noch oder so. Ach, sieh an. Ein Mulli Morba. Fällt mir gerade dazu nicht ein. Beute. Superball. Vielleicht reicht das schon. Piep, es muss halt alles immer so gründlich, dass es gelegentlich nicht einmal mitbekommt, wenn es angegriffen wird. Piep. Ach ja. La 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 So, das nenne ich mal Mona. Sei auch an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Finde ich süß. Den Namen. Passt irgendwie. Ich finde das Pokémon an sich auch süß. Ist auch, glaube ich, recht gut, ne? Ja, okay. Die Einstellungen werden jetzt gerade ganz schlecht. Angriff erhöht und Spezialangriff gesenkt. Es ist, glaube ich, nicht so schlecht gewesen. Aber will ich nicht unbedingt trainieren. Ich gehe jetzt erstmal heim, ablegen. Also es ist schon ein gutes Pokémon eigentlich, ne? Ob ich es jetzt trainieren sollte, wüsste ich nicht. Ich habe ja gesagt, das nächste, was wir finden. Ah, es war Pikachu. Ah, ja, wie gesagt, muss ich mal gucken. Weil ich habe ja erst 3 und wir haben den 4. Orden oder so, ne? Es wird langsam ein bisschen eng. Ich müsste mal wirklich in die Puschen kommen. Und mir ein paar mehr Pokémon noch zulegen. Ja, mein Team ist wieder fit, danke. Was will der Medaillenfritze? Es wäre toll, wenn du noch mehr Medaillen sammeln könntest. Hier, nimm ein paar Tippmedaillen. Ja, die will ich aber nicht. Ich habe davon noch schon genug. Ja. So. Ablegen. Erstmal Monalein. Picobella nehme ich erstmal mit. Überlege ich mir noch. Sondern bleibt wegen Dings. Genau. Gut, ich werde dann jetzt auch wirklich mal wieder eine Aufnahmepause machen. Habe jetzt zwar seht ihr? Wumm ist drin. Ich habe nur eine kurze Aufnahmesession jetzt mal gemacht, aber ist ja auch in Ordnung. Weil sonst, ich werde unkonzentriert. Mein Hals tut mir weh. Einsetzen. Das bringen wir Tom bei. Ja, und vergessen dafür jetzt so ziemlich schwierig. Windschnitt hat 55 und eine Genauigkeit für 95. Fliegen hat aber ein Dings. Gewissheit würde ich eigentlich auch gerne behalten wollen. Ah, ich muss das Evolit mal ablegen.
Herzstempel wäre ja total unangebracht, wenn ich das löschen würde. Oh, ich möchte Gedankengut aber auch so ungern vergessen. Gut, dann vergessen wir Gewissheit. Haben wir eh keinen Step drauf und auf Fliegen und Psycho-Dings hat er ja Step. Gut, dann hätten wir das und dann geben wir Mama ein anderes Item. Haben wir irgendwie Zauberwasser groß, Linse, Griffklaue, Sanftglocke, Boden, Juwel, Puder, Sand, Machoband, Teilball, etwa Flinkklaue, Escherquote, Volltrefferquote oder Krummlöffel. Geben. Geben wir das erstmal TomTom. Weil die. Ja. So, weil Evolit bringt ja bei ihm nichts. Was trägt denn Terrybug? Seidenschall, ne? Warte mal, Bericht. Warte mal, wenn wir gleich gerade bei Mili sind. Spezialangriff ist ein bisschen höher, okay. Dafür erhöht die Initiative. Du hast Zauberwasser, gut. Du hast jetzt Krummlöffel. Und du hast Seidenschall. Gut, das hält nämlich Dings. Ja, du brauchst gar nichts. Obwohl, ich könnte es dir mal drauflegen, dann hast du vielleicht mal was dabei. Maronbeere. Gut, du würdest, wenn Seidenschall kriegen, dann müsste ich mir für Dings was anderes überlegen im Notfall. Gut, wir geben mal Moklala kurz eins. Falls er nämlich mal Kanonenfutter spielen muss oder so, oder falls wir doch mal Dings brauchen, kann er ja so lange Pudersand tragen. So. Gut, Dingsbelt ist mal Maronbeere. Flori. So, tauschen. Also wie gesagt, ich überlege mir das, ob ich das behalte. Ich muss das mal gucken und ja. Gut, ich werde dann hier erstmal eine Aufnahmepause machen. Wir werden dann das nächste Mal weiter in Richtung die Route da hinten gehen. Route, keine Ahnung. Hab's vergessen. Ich laufe mal in die Richtung kurz. So. Route 5, genau. Hier werden wir das nächste Mal dann weitermachen. Hier sind dann auch mal ein paar Trainer. Und warte mal, hier ist nicht nur ein Item. Ach, nee. Ach, nee. Hallo, ist der Juna? Nur mal so nebenbei, hast du eigentlich eine Vorstellung, was mein Beruf ist? Du hast noch nicht so die leiseste Ahnung. Oh, ich werde von einem Kollegen gerufen. Ich muss wieder an die Arbeit, also mach's gut. Wer bist du? Voll der Stalker. So, hier ist noch ein Item. Tada, Hypertrank nur. Naja, gut, ist auch gut. Wie ihr seht, geht da um nämlich die Party ab und das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Einige Trainerkämpfe, Simon Desu und Pilzsammler ist da, glaube ich, auch noch und ein Koch. Gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und have a nice day, meine lieben Tüdelü.